Einer ist wohl gerade noch flüchtig. Man gibt nicht mehr so viel auf das Wort eines Polizeibeamten anscheinend. Nee, wir laufen, wir laufen. Hier ist der Schuh von ihr. Hier, weg vom Fenster da. Fenster zu. Wir sind schon wieder ein Magnet hier für den Kaffeesatz der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ja. Willkommen in meinem Leben, Mann. Polizeiinspektion Hannover Mitte. Florian Matzke und Nils Bergmann haben Spätdienst. Es ist Freitagabend. Ein langes Wochenende steht bevor. Wollen wir anfangen? Jeder Dienst beginnt mit der Einsatzplanung. Bei Abstellen eines Streifenwagens. Doch dafür bleibt keine Zeit. Großeinsatz für alle Teams. Es ist kurz vor Mitternacht. In Hannovers Rotlichtviertel am Steintor gibt es die erste Schlägerei dieser Nacht. Die Polizisten müssen schlichten. Sie gehen hier versuchen, weiter in den Kiezclub reinzugehen, ja. was der Betreiber nicht möchte. Dadurch begehen Sie eventuell weiter eine Straftat, nämlich den Hausfriedensbruch. Und um das zu verhindern, Verhinderung von Straftaten, Gefahrenabwehrrecht, kennen Sie vielleicht, wenn Sie Rechtsanwalt studieren, hier kommen Sie an, Platzverweis. Sie verlassen jetzt diesen Bereich des Steintors für den nächsten Abschnitt. Das ist wie so ein Magnet, ne? Also das zieht sich jetzt hier gerade alles wieder so an. Also dann werden hier lustige Sprüche gemacht über uns, dann kommen die ersten Leute wieder an, die ein bisschen provozieren wollen. Und man sucht halt mit uns dann wieder Auseinandersetzungen, wie gerade auch schon wieder geschehen. Also wenn wir jetzt hier noch ein bisschen länger stehen bleiben, dann haben wir wahrscheinlich auch gleich wieder einen, den wir mit eintüten dürfen. Diese Streitigkeiten gehören zum normalen Wochenendprogramm der Polizisten in Hannover. Im Vergnügungsviertel wird kräftig gefeiert. Alkohol fließt in Strömen. Nils Bergmann überprüft einige Männer, die sich in einem Club geprügelt haben. Die Stimmung ist angespannt. Macht schon wieder einer Ärger, oder was? Bitte? Macht da schon wieder einer Ärger, oder was? Nee. Wir sind schon wieder Magnet hier für den Kaffeesatz der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Ja. Willkommen in meinem Leben, Mann. Willkommen in meinem Leben. Sie gehen jetzt hier weg, weil ich keine Lust habe, dass hier nochmal Stress ist. Und damit es sind vor allem Betrunkene, die Streit suchen, selbst mit der Polizei. Nicht anfassen, nicht reden. Gehen Sie jetzt selbstständig oder wir gehen mit Ihnen. Warum? Was habe ich getan? Weil ich feiern will? So, die Diskussion mache ich jetzt mit Ihnen nicht nochmal. Ich mache auch die Diskussion mit Ihnen auch nicht. Die Kollegin hat gerade schon mehrfach durchgezogen. Ich mache die Diskussion auch nicht. Warum? Was auf geht's? Ich bin kein Hund. Auf geht's. Raus. Hallo. Raus. Nee, Sie greifen jetzt hier bestimmt nicht rum. Guck mal her. Ja, können Sie alle. Können Sie alle. Ja, ich mache Anzeigen. Sie können Anzeigen machen, so viel wie Sie wollen. Sie gehen jetzt. Ja. So. Ja, bitte. Sollten Sie die Schäubingstraße erneut betreten, werden Sie von uns mitgenommen. Ja? Kein Problem. Gut, wunderbar. Okay, ich bin ein Bürger, arbeitet und Steuer bezahlt. Sie sind ein richtig voller Bürger jetzt gerade. Ja, und wir, du auch, du beschissener Bürger. Okay. Was war das? Beschissener was? Bitte? Was war das? Beschissener was? Wollen Sie noch was hinzufügen? Ich hab keine Ahnung. Gut, okay. Okay. Ja. Ich wünsche gerne genau sehen. So, was war das? Weicheier und Schwuchtel, ne? Sie haben mich genommen. Ja, okay. Ich hab's ausgedacht haben. Ich schnüre Ihnen ein schönes Paket. Ja? Ja, und Sie kriegen Sie eine schöne. Fassen Sie mich nicht an. Die werden sich jetzt entfernen. Komm, Sie ich auch nicht. Die Faxen dicke hier, Mann. Ja, keine Ahnung. Mann! Mann. 30 Minuten haben Matzke und Bergmann mit dem Randalierer diskutiert. Komm hoch. Und der Kopf lag schön unten, Freunde. Der Kopf lag schön unten. Du legst deinen Kopf, ist da durch. Das ist keine Drohung, sondern sprechen. Der Mann kommt mit auf die Wache, in Polizeigewahrsam. Dort soll er seinen Rausch ausschlafen und vor allem keinen weiteren Ärger machen. Ärger gibt es heute Nacht genug. Jugendliche stürmen eine Feier in einer Kleingartenkolonie und randalieren. Es sind schon Polizisten vor Ort. Die Kommissare Florian Matzke und Nils Bergmann sollen ihren Kollegen helfen. Ein Gast wurde verletzt, auch eine Frau brutal geschlagen. Die Täter sind auf der Flucht. Wir laufen, wir laufen. Was los? Von wem? Welcher? Okay,
Auto, Auto, so Auto. Fahr du, ich renne. Wir laufen, wir laufen. Wir sind gerade hier rein. Ohne Grund. Wo sind die lang? Sind die hier links runter? Oder was? Die sind einfach hier einen dunklen Weg eingegangen. Und dann? Ich weiß nicht, wo lang. Rechts oder links? Welche Richtung meinst du nicht? Es war zu dunkel. Flo? Bei der Leitstelle ist keiner rangegangen. Wollen wir hier lang? Bitte kriegen Sie, der hat ohne Grund auch nach Freude geschlagen. Wirklich. Ja. Flo? Ja, wo bist du? Der ist nach Freude einfach geschlagen. Sind wohl welche, die zuvor auch schon durch uns kontrolliert worden sind. Auf dem Rückweg irgendwie auf eine andere Truppe gestoßen. Und die haben sich dann wohl, die scheinen auch in den Flicken gekriegt. Und da ist einer dann wohl ziemlich übel zusammengeschlagen worden. Die waren noch direkt vor euch, als ihr rein seid. Ja, direkt vor uns. Muss sein. Aber wo? Aber guck mal in den Autos und so weiter. Der ist hier, glaube ich, nicht durch. Die können gar nicht so schnell weg sein. Hier ist der Schuh von ihr. Oh. Brauche ich auf den Boden bitte aus? Nein, noch nicht. Hier ist der Schuh von ihr. Der Schuh gehört offenbar einem Opfer. Doch die Frau ist auch verschwunden. Gib mal deine Taschenlampe. Ja, da war ich da schon. Kommt der drinne? Ja. Normalerweise geht das gar nicht, dass sie sich so in Luft auflösen, aber. Ja, das erschwert es natürlich zusätzlich, ne? Darüber über. Moment mal, komm da. Hier ist eine andere Truppe. Das erschwert es natürlich zusätzlich. Diese Gartenkolonien hier, die sind natürlich geradezu einladend, um da mal eben schnell rüber zu hüpfen, sich irgendwo zu verstecken, hinter irgendeiner Laube oder so. Da hinten haben auch noch welche im Gebüsch gesessen. Wer hat wo im Gebüsch gesessen? Gleich nach der Schranke, auf dieser Seite. Da waren auch noch irgendwo welche im Gebüsch. Ja, da war glaube ich auch einer, da war glaube ich der Verletzte mit dabei, ne? Der hat da vorne gesessen, ja. Hier sind 50, 100 Meter weiter, ne? Ja, genau. Ja, okay. Flo? Wo ist der Flo? Der hat eine Taschenlampe. Mann. Noch geben Matzke und Bergmann nicht auf. Nochmal kontrollieren sie die Kleingärten. Ohne Erfolg. Die Täter sind weg. Zurück in der Innenstadt, im Polizeigefängnis. Inzwischen ist es Samstagmorgen, kurz vor 5. Viele Zellen sind belegt. Da hat sich einer den Abend noch mal durch den Kopf gehen lassen. Mmh, lecker. Komm mal rein zu Ihnen, oder wollen Sie gerne raus? Nee, Sie kommen mal raus, bitte. Seit Stunden sitzt der Randalierer vom Steintor in Gewahrsam. Jetzt muss sein Alkoholpegel genau bestimmt werden. Ist das ein Groß oder was ist das? Also, Sie wissen, warum Sie hier sind? Sie sind momentan hier. Erstmal aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen, weil sie sich vor Ort nicht wirklich gut kooperativ verhalten haben, damit sie keine weiteren Straftaten mehr begehen. Solange, was der Richter dann anordnet, bleiben sie erstmal hier. Es wäre total Bombe, wenn sie sich weiterhin so kooperativ verhalten, wie sie es jetzt gerade verhalten. Dann ist dann alles super und dann passiert auch nichts weiteres. Ich habe ein bisschen rumtelefoniert. Die Frau Richterin am Amtsgericht hat auf staatsanwaltliche Beantragung angeordnet, dass Ihnen jetzt hier eine Blutprobe zu entnehmen ist. Ja? Das ist wichtig für die weiteren Ermittlungen. Wie viel Alkohol hat der Mann getrunken? Hat er Drogen genommen? All das fließt in ein mögliches Strafverfahren ein. Die Polizei behält den Mann in der Zelle, bis er wieder völlig klar ist. Bis zu 24 Stunden ist das erlaubt. Der ist einfach aufgrund Alkoholisierung und was vielleicht noch, was immer, hat einfach völlig durchgeballert gerade und stellt eine Gefahr für sich selbst dar. Und ich glaube, dass das zum Teil auch wirklich so ein gesellschaftliches Problem im Moment ist. Man gibt nicht mehr so viel auf das Wort eines Polizeibeamten anscheinend. Eieieiei. Ja, warum habe ich den gepackt? Bis zum nächsten Mal. Ja, bis später, ne? Ist ja nicht mehr so lang. Mach's gut, ciao. Ciao. Die Polizeiinspektion in Hannover Mitte.
In Niedersachsens kleinstem Revier gibt es die meisten Einsätze im Land. 20 Beamte arbeiten in einer Schicht. Der 29-jährige Nils Bergmann arbeitet seit 5 Jahren hier. Florian Matzke ist 30 und seit 10 Jahren dabei. Nach der anstrengenden Nachtschicht folgt für Matzke und Bergmann erstmal lästige Schreibtischarbeit. Wenn ich längere Zeit schon drin sitze und was Größeres schreiben muss, irgendwann mitbekommt, was draußen passiert, dann möchte man schon eigentlich wieder nach draußen. Ich glaube, das ist bei jedem Polizeibeamten so. Das Schreiben ist, gehört dazu, muss sein, aber ist nicht gerade die liebste Tätigkeit. Den Kitzel, den verspürt, glaube ich, auch eigentlich jeder bei uns. Das gehört mit dazu. Das ist auch so ein bisschen das, was den Polizeiberuf ausmacht. Spannung, Adrenalin, soll auch alles sein, soll auch alles aufkommen, ist auch richtig, ist auch wichtig, gerade um in diesen Situationen dann das Gefahrenbewusstsein zu haben, um fit zu sein im Kopf. Die Gefahren sind für die Polizisten allgegenwärtig. Regelmäßig werden Beamte im Dienst verletzt. Auch Matzke und Bergmann hatte schon getroffen. Vor allem im Umgang mit Betrunkenen gilt stets Vorsicht. Hallo. Hallo. Nicht erschrecken, die Polizei ist da. Polizei ist da. Geht's Ihnen soweit gut? Relativ, ne? Wach werden jetzt. Wird wach. Komm, na komm. Wach werden. Hallo, ganz ruhig. Okay, so ist prima, wunderbar. Okay. Hast du einen Ausweis da? In Hannover sind etwa 2500 Menschen wohnungslos. Matzke und Bergmann müssen den Mann überprüfen. Vorname? Darius. Und du wohnst wo? Asphalt, okay. Wir schlafen draußen. Was ist hier? Da. Das klingt hier. Okay. Ja, aber nicht hier. Hier, bleib mal hier. Bleiben Sie mal hier jetzt. Nee, jetzt nicht. Sie können da einen Moment anhalten. Hier, pinkelt doch hier nicht hin, Mann. Da ist so ein Klo. Hier, hören Sie mir zu. Wenn Sie jetzt hier hinpinkeln, kriege ich 35 Euro von Ihnen. Hören Sie auf. Da sind Toiletten. Da sind Toiletten. Nix Kurva Hose, da sind Toiletten. Da vorne ist die Toilette. Die pinkeln jetzt hier nicht an der Wand. Ich glaube. Ja, oh, es ist genauso ekelhaft, wenn Sie jetzt hier gegen die Wand pinkeln. Ich glaube, ich spinne. Sie sind ein erwachsener Mann, Sie werden das aber hinkriegen, mal kurz Ihren Drang da anzuhalten. Okay, 30 Euro. Nee, jetzt wird hier nicht gepinkelt. Hallo, hey. Ich mach 30 Euro. Ey, nichts für 30 Euro. Sie haben doch gar keine 30 Euro. Entweder gehen Sie da auf Toilette oder hier unten beim Raschplatz. Hier ist Männlein, hier kannst du reingehen. Ja, guck mal, schau mal, geh selber. Pfui, geh allein. Ja, geh den Raschplatz runter. So, pass auf, wenn Sie jetzt hier rumpinkeln, hey, hören Sie mir zu, wenn Sie jetzt hier hinpinkeln, dann gehe ich davon aus, dass Sie sich nicht mehr unter Kontrolle haben, dann kommen Sie mit zu uns in der Zelle. Okay. So, pass auf, hören Sie mir zu, da unten gibt es Toiletten, da geht's lang. Da runter geht's. Okay. So. Zack, zack, zack. Wenn er gült, dann bin ich im Kindergarten oder was? Ich glaub's nicht. Spinne, ey. Meine Güte nochmal. Die Polizisten dürfen den Mann nicht aus den Augen lassen, bevor sie nicht wissen, ob er vielleicht gesucht wird. Auch wenn das bedeutet, mit ihm auf Toilette zu gehen. 27. Mach's mir nochmal eine Person, bitte. Es gibt in auf jeden Fall diverse Fälle des Diebstahls, schwere räuberische Erpressung, sexuelle Bedrohung, Nötigung, Beleidigung, Widerstand, Vollrausch, Waffengesetz, Urkunden. Fälschung hat bis April gesessen, wird nicht gesucht. Ich danke dir. Der Obdachlose hat schon einiges auf dem Kerbholz. Doch aktuell liegt nichts gegen ihn vor. Was hält auf? Wir kriegen am Wochenende diverse Alkoholleichen. Und derzeit passieren irgendwo anders Straftaten, wo eventuell dann Fahrzeuge nicht von uns nicht hinfahren können. Das ärgert ein bisschen, das nervt ein bisschen. Na gut, tschüss. Lieber tschüss. Tschüss. War lieber nicht. Für die Menschen selber, wenn man die so sieht, ist es schon traurig, klar. Aber man darf sich da als Polizeibeamter in dem Moment nicht so einen Kopf drum machen, weil wenn man über jedes Schicksal, was man kennenlernt, durch den Kopf zerbricht, dann kann man irgendwann gar nicht mehr schlafen, sag ich mal. Ja, ja.
ja zum Teil auch selbst gewähltes Leid, ne? Eben drum. Gut, dann werden wir mal weiterfahren, ne? Die Polizisten haben noch einen festen Termin. Auf dem Schießstand. Um sich selbst im Dienst zu schützen, müssen Matzke und Bergmann regelmäßig mit der Waffe üben. Wie jeder Polizist in Niedersachsen. Sieht gut aus? Naja. Na dann, auf geht's. Trainer Michael Rathke hat heute für die Kommissare aus der Haschelstraße eine spezielle Aufgabe. Folgendes bei dieser Darstellung. Ihr seid als Streifen unterwegs, ihr habt Schüsse gehört. Geht davon aus, dass die Person, die eine Fleckentarnuniform trägt, gefährlich ist und euch mit einer Waffe bedroht. Alles andere sind unbewaffnete Bürger. Das bedeutet, die Waffe ist im Holster, das Holster ist geschlossen. Okay? Okay. Dann losgehen? Ja. Rot! Die Polizisten vom Revier Mitte ziehen recht oft ihre Waffe. Doch geschossen wird eher selten. Auch Matzke und Bergmann waren noch nie in dieser Situation. Das ist eine Pistole, eine Waffe. Man hat da schon anderes Respekt als, sag ich mal, vom Funkgerät. Das ist ganz klar, man weiß, damit kann man jemanden verletzen und töten. Ich habe 2002 bei der Polizei angefangen und seit quasi fast 10 Jahren jetzt regelmäßig Umgang mit der Waffe. Der Respekt geht nicht verloren, aber die Routine ist so ein bisschen da, dass man ist sicherer, man fühlt sich sicherer. Es ist ja jetzt nicht so, dass man da ständig drüber nachdenkt, aber grundsätzlich weiß man, man selbst ist Schusswaffenträger und es kann im alltäglichen Dienst, egal bei was für Einsatz Anlässen, einfach dazu kommen, dass man tatsächlich auch von der Schusswaffe Gebrauch machen muss. Und ja, ich glaube, das wussten wir in dem Moment, wo wir uns für den Beruf entschieden haben, und das ist eine Sache, die schwingt mit im Kopf. Gerade weil im Alltag nicht oft geschossen wird, muss geübt werden. Schusswaffengebrauch bei der Polizei. 85% des polizeilichen Schusswaffengebrauchs spielt sich ab in einer Distanz zwischen 2 und 6 Metern. Es muss euch klar sein, dass wenn der Gegner euch mit einer Axt oder einem Messer attackiert, dass er in dem Moment, wo er geschossen hat, bei euch sein wird. Bist du bereit? Bereit. Los! Okay, alles klar. Füllt bitte wieder auf. Ich war noch nicht in dieser Situation, aber die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das ist natürlich ein sehr extremes, intensives Erlebnis. Und keiner von uns macht das gerne. Also ich kenne keinen einzigen Polizisten weltweit, der gerne von seiner Schusswaffe Gebrauch macht. Die meisten sind froh, wenn sie es nicht müssen. Es kommt immer darauf an, welchen mit jemand auch arbeitet. Aber ich sage mal, gerade im Bereich der Polizeiinspektion Mitte ist das alles gar nicht so ganz einfach. Der nächste Abend. Spätschicht. 067 in der Reitwaldstraße. Ja, hier brennt irgendwo. Schicken Sie mal vorsichtshalber schon die BF in die Richtung. Oh, wir haben Brand in der Reitwaldstraße. Ja, wir kommen auch. Gucken, was jetzt hier ist. Ja. Florian Matzke und Nils Bergmann sind mit die Ersten am Einsatzort. Die Feuerwehr ist noch nicht da. Ja, ich weiß, was es ist. Wo ist das? Da oben. Das ist Anno 2572. Brandherd ist sehr wahrscheinlich Jackermotz-Gebäude und es ist ein Schornsteinbrand. Ich bin auf dem Hinterhof und kann aus dem Schornstein Funken sehen. Oh ja, das qualmt ganz ordentlich. Hier, weg vom Fenster da! Fenster zu! Machen Sie bitte die Fenster zu! Hallo, hey! Der Schornstein des Hauses brennt. Die Anwohner haben die Gefahr noch gar nicht bemerkt. Ich bin eben da oben gewesen, da sind komplett überall Flammenbeine dran. Das ist viel wert, was du von hier aus siehst. Ja. Also die Mädels, die da unten sind, die müssen dringend da raus. Wie kommen die da raus? Ja, bloß von vorne wenn dann wahrscheinlich, ne? Warte mal, dann müssen wir hier mal durch. Ahnung. Dann müssen wir mal durch. Okay. Meinst du, müssen die Leute da raus oder was? Na, hallo. Hier, hallo. Ist das das Gebäude, ja? Nee, das ist nebenan, glaube ich. Hallo, 2792. Hier, Flo. Der Kollege sagt gerade, der war oben auf dem Dach. Ja. Ja, da sind richtig Flammen zum Teil. Ja, das ist immer. Das ist immer. Das ist Fett, was verbrennt, was oben rauskommt. Ja, los, die stehen nicht, da oben noch am Fenster alle richtig, ne? Das Fett im Ofen eines Restaurants hat Feuer gefangen. Die Feuerwehr übernimmt die Leitung des Einsatzes. Die Polizei kann nur mithelfen. Ja.
letzten Endes erstmal soweit sicherstellen, dass hier nicht Leute weiter ins Gebäude kommen. Ne, die Rettungswege für die Feuerwehr so weit wie möglich frei halten, damit die hier ordentlich arbeiten können. Denn grundsätzlich ist das natürlich nichts für uns. Jetzt hier reinzurennen und da den Helm zu spielen, das wäre, glaube ich, das Falsche. Die Jungs, die sich da besser mit auskennen, die sind ja vor Ort. Das übliche Flo, wir können das ja. Die Feuerwehr ist mit mehreren Wagen im Einsatz. Brände in der dicht bebauten Innenstadt sind immer riskant. Ist schon wieder ein bisschen beruhigt da oben, ne? Das kommt aber hier aus diesem Jackermods wieder, ne? Nebenan der, ne? Ja, das geht hier und geht hier rüber und dann drüben rein, ne? Oh, das qualmt ja auch wie so, ne? Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle. Für die Experten ist es ein kleinerer Einsatz. Kommissar Matzke stellt unterdessen den möglichen Verursacher zur Rede. So, Sie, Ihre Personal notiere ich mir. Sie sind für mich erstmal verantwortlicher, dass ich Ihnen die Unterweisung, die Auflage gegeben habe. Der Ofen bleibt aus. Gut. Und er wird heute nicht mehr angemacht, solange bis die Schornsteinfeger hier waren und der Schornsteinfeger sagt, es darf wieder angemacht werden. Solange bleibt das aus. Es gibt eine Auflage seitens der Schornsteinfeger-Innung, ich weiß nicht, wie Sie sie nennen, dass diese Öfen regelmäßig vom Fett befreit werden müssen. Das ist aber relativ kostspielig. Und viele Betriebe, ich unterstelle es hier erstmal nicht, nutzen das oder ersparen sich quasi die Reinigung, indem sie das Fett einfach abbrennen lassen. Dann entsteht das dann. Es ist inzwischen früh am Morgen in der Innenstadt. Das Revier der Polizei reicht vom Bahnhof bis zum Rotlichtviertel. Florian Matzke und Nils Bergmann fahren hier regelmäßig Streife. Die meisten Clubs haben inzwischen geschlossen. Ein Jugendlicher hat das Ende der Party nicht mitbekommen. Offensichtlich geht es ihm nicht gut. Ein Fall für die Polizisten der Herschelstraße. Haben Sie einen Ausweis oder sowas dabei? Ja. Wo ist denn der? Sind Sie alleine unterwegs oder mit Kumpels? Wo sind die denn? Im Club noch? Oh, Wahnsinn. Buggy. Die Polizisten können den Jungen jetzt nicht alleine lassen. Seine Freunde sollen angeblich noch in der Nähe sein. So, hier ist die Polizei. Bergmann ist mein Name, von der Polizei. Bitte? Ja, wo seid ihr hier? Ihr habt eine Wodkaflasche gekauft, das ist prima. Du, hier ist die Polizei. Ich glaube, von denen ist auch nicht mehr viel zu erwarten. Das ist, glaube ich, der Nächste, den Vielleicht man Sie treffen sich im Krankenhaus wieder. Ja. Das glaube ich auch. Okay, also dein Kumpel. Nee. Ich glaube, das bringt jetzt gerade nichts. Ja, wird auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Also, die kennen halt ihre Grenzen irgendwo noch nicht. Ne? Wir haben ja mittlerweile schon ganz arg Minderjährige, 13-, 14-Jährige, die hier mit ganz horrenden Promillezahlen. 3,5 Promille oder sowas hatten wir, glaube ich, letzte Woche irgendwann mal, was eine 14-Jährige. Eigentlich unvorstellbar, aber. Ja, kommt immer wieder häufiger vor. Der Jugendliche ist kaum noch ansprechbar. Er braucht ärztliche Hilfe. Matzke und Bergmann rufen einen Krankenwagen. Nils war das, ne? Seid mal nochmal wach. Pass mal auf, wir probieren mal was, ja? Du musst gleich mal probieren zu pusten, okay? Das ist wichtig, damit die Ärzte wissen, wie viel du ungefähr drin hast, damit die auch sagen können, wie die dir da helfen können. Probier mal kurz zu pusten, einmal Gas zu geben hier. Ja, weiter, sehr gut. Oh, klappt doch noch. Das geht schon. Also, für mich wäre es eine ganze Menge. Ich würde wahrscheinlich genauso da sitzen wie er. Insofern kann ich das ganz gut nachvollziehen gerade. Moin. Der Bengel kann nicht mehr. Der ist jenseits von weg und gut. Gut und böse, wollte ich sagen. Hi. Der wievielte heute? Ich hab gar nicht mehr gezählt. Ja. So, ja. Er stinkt wenigstens nicht. Los, wer saufen kann, kann auch laufen. Der junge Mann kommt ins Krankenhaus, damit ihm auf der Straße nichts passiert. Also ich könnte es mir vorstellen, dass wenn jemand so dermaßen abstürzt, und er sieht ja nur nicht aus, als ob er auf einem schlechten Wege ist, so rein äußerlich näher, dass es vielleicht eine Lehre ist.
Für den betrunkenen Jugendlichen ist die Partynacht definitiv zu Ende. Für Matzke und Bergmann noch nicht. Also gab wohl eine größere Schlägerei, 15 Beteiligte. Einer ist wohl gerade noch flüchtig. Nur Minuten später sind die Kommissare am Einsatzort. Offenbar sind hier zwei Banden aneinander geraten. Mitten in der Innenstadt. Nein! Ohne mein Erlaubnis gehst du nicht in meine Taschen rein! Nein! Die Männer sind äußerst gewaltbereit, die Stimmung sehr gereizt. Die Polizisten greifen hart durch, nehmen mehrere Schläger fest. Ich räume jetzt mal hier auf, okay? Genau, die kannst du alle... Wer muss hier lang? Nur der da liegt und... Ja, genau. Machst du mal kurz bei denen her? Ja. Ich gebe dir jetzt einen Platzverweis und dann sollen sie verziehen, okay? Matzke und sein Partner versuchen, die Gruppen auseinanderzubringen. Sie sollen die Straße sofort verlassen. Ja, gut. So, zuhören. Alle drei nochmal bitte. Ja. Ihr Ausweis. So, Platzverweis, Ausweis, ne? Platzverweis für die lange Laube. Gültigkeit 8 Stunden. Sehen wir uns in 8 Stunden Sie hier nochmal, kommen Sie in Gewahrsam. Haben Sie das verstanden? Gut. Dann jetzt Abmarsch. Sie haben sich jetzt zu entfernen. Nils Bergmann und seine Kollegen bleiben dennoch wachsam. Die Männer wollen nicht gehen. Es gab auf jeden Fall eine größere Schlägerei, die dann nochmal eskaliert ist, als die Kollegen schon vor Ort waren. Also, was ich auch momentan mit habe, ist, dass die Kollegen angegriffen worden sind. Es gab dann wohl auch einen Pfefferspray-Einsatz. Wie geht's dir? Ja, wenn ihr mal auf denjenigen, der es gemacht hat, gesprüht hätte und ich mir voll in die Fresse war. Angriff gegen Polizisten. Auch das ist Alltag in der Polizeiinspektion. Genau, nicht nur Hannover gebunden oder Pi-Mitte gebunden, sondern ich denke, es ist... deutschlandweit, nehmen Sie es erstmal jetzt, dass die Gewalt doch zunimmt und geht ja auch regelmäßig durch die Medien, Übergriffe gegenüber Polizeibeamte. Und doch, ist schon ein Problem. Wenn es also machbar ist und es sich abzeichnet, dass das eine Auseinandersetzung wird, die vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gewaltpotenzial behaftet ist, dann macht es natürlich Sinn, da ja, doch relativ viele Wagen hinzuschicken, einfach um auch so ein bisschen Stärke zu demonstrieren, um vielleicht auch eine Eskalation der Situation schon im Vorfeld unterbinden zu können. Gewalt, Drogenmissbrauch und Alkoholexzesse. Das gehört zum täglichen Geschäft im City-Revier. Nils Bergmann und Florian Matzke werden nicht müde, hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Absolut letzte Ansage, sonst gehen alle in Gewahrsam. Wir haben Ihnen einen Platzverweis erteilt. Das ist jetzt wirklich, wirklich die letzte Aufforderung, die dritte und letzte Aufforderung.